Ja, und das ist natürlich gefährlich. Interception hinter einem Touchdown, Stefan Prometzer. Deflected Pass, und das hat Konsequenzen, denn da ist Stefan Prometzer genau zur rechten Zeit am rechten Ort. Ja, und im Nachhinein betrachtet muss man jetzt sagen, alles richtig gemacht mit dem Punt. Genau. Ja, würde mich nicht wundern, wenn das der erste Touchdown für den Stefan Prometzer ist, oder bin mir ziemlich sicher. Als Defense-Spieler hat man das nicht so oft. Ja, cool, was ich jetzt cool gefunden habe, Sie haben gesehen, Connor Miller, wie der da mitlebt. Ja, schauen wir nochmal, wer da als erstes dran war. Ja, nicht gut zu erkennen, aber geistesgegenwärtig auf jeden Fall reagiert von Stefan Prometzer. Ich glaube, es war Leo Tossold, den wir heute schon öfter erwähnt haben. So von der Position her dürfte das der Leo Tossold gewesen sein, und der Stefan Prometzer staubt dann sozusagen ab. Ja, und statt endlich Punkte aufs Scoreboard zu kriegen, punkten wieder die Giants. An der Goal-Line. Und wieder die Interception, Stefan Prometzer. So, jetzt hat er sie wirklich. Jetzt hat er sie wirklich. Eine hat nicht gegolten, eine hat er fallen lassen. Super Tag für den Stefan Prometzer bis jetzt. Wieder großer Druck an der Goal-Line, aber das ist ein bisschen blind geworfen. Das ist etwas, was er noch lernen muss. Da hat er nicht gesehen, was passiert. Den darf er einfach nicht werfen. Ja, Benjamin Beuer. Eigentlich der zweite Easy Pick für den Stefan Prometzer. Gefundenes Fressen für einen DB, der ein bisschen periphere Sehen und Antizipation an den Tag legt. Und das macht er gut. Das könnte schon seine dritte Interception sein. Aber mit zwei wird er auch nicht unhappy sein.